Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom 1. VfL Potsdam. An meiner Seite begrüße ich unseren Cheftrainer Bob Hanning und zu meiner Rechten unseren Rechtsaußen, unseren Top-Torschützen mit 110 Toren, Cyril Akakpo. Nach dem Derby beim Oranienburger HC hat der 1. VfL Potsdam nun die Gruppenphase als Tabellenerster gemeistert, hat sich souverän für die Aufstiegsrunde qualifiziert. In der Aufstiegsrunde werden ab dem 26. März 12 Teams warten, die in eine Nord- und eine Südgruppe eingeteilt sind. Seit gestern steht nun auch fest, dass es nur 12 anstatt 14 Mannschaften werden, die um die zwei Plätze für die zweite Bundesliga kämpfen. Jeweils 6 Mannschaften in der Gruppe Nord und in der Gruppe Süd. Der VfL bestreitet in der Nordgruppe jeweils eine Partie gegen TuS Finnhorst, Eintracht Hildesheim, gegen den Wilhelmshavener HV, TuS Spenge und den TSV Altenholz. Bob, wie schätzt du den Modus in der Aufstiegsrunde ein und die Gegner? Naja, ich denke, dass wir es mit extrem viel Erfahrung zu tun haben werden. Alles Mannschaften, die schon in der zweiten Handball-Bundesliga Verweildauer hatten. Hildesheim sogar schon in der Bundesliga. Also von daher wird uns sehr, sehr viel Erfahrung entgegentreten. Wir werden mit der wohl allerjüngsten Mannschaft, die jene Aufstiegsrunde gespielt hat, dagegen halten. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen und Monate uns gut gerüstet haben und uns jetzt auch alle wirklich darauf freuen, dass es losgeht. In der Gruppenphase absolviert dein Team nun 3 Heimspiele gegen Finnhorst, Wilhelmshaven und Altenholz und nur 2 Auswärtsspiele in Hildesheim und in Spenge. Wird das der entscheidende Vorteil sein, um auf den ersten beiden Plätzen der Gruppe zu landen? Ach, ich weiß gar nicht, ob das immer so ein Riesenvorteil ist, zu Hause oder auswärts zu spielen. Wichtig ist, dass wir die Fokussierung auf unser Spiel, haben, dass wir das machen, was wir uns vorgenommen haben, dann auch zu dem jeweiligen Spiel umzusetzen. Ich habe maximales Vertrauen in meine Jungs. Wir haben uns gut auf das, was kommt, vorbereitet. Wir haben alles dafür getan, dass wir physisch und auch von der Psyche her so weit sind, dass wir die Spiele bestreiten können. Und mir persönlich ist es völlig egal, ob ich zu Hause oder auswärts spiele. Ich würde auch 5-mal auswärts spielen und hätte trotzdem das gleiche Vertrauen in das Erreichen der Finalspiele. Gerade habt ihr jetzt euer letztes Training absolviert. Das Wochenende hast du deinen Männern freigegeben, bevor ihr dann am Montag in die entscheidende Phase um den Aufstieg in die zweite Bundesliga startet. Ist das jetzt nochmal die Ruhe vor dem Sturm? Und wie sieht eure Vorbereitung in der kommenden Woche aus? Ja, in der Tat, es hat sich jetzt nochmal ergeben können, dass wir einfach nochmal alle durchtanken können, dass die Jungs mit ihren Freundinnen noch einfach mal auch privat was tun können und dann steigert sich ja automatisch die Freude auf das, was kommt und von daher einmal durchtanken, ja, und ab Montag geht es dann in die Fokussierung auf Finnhorst. Das wird, wie gesagt, eine sehr schwere Aufgabe, sehr viel Erfahrung ist, die gegen uns stehen wird, aber die Grundsituation ist klar, wir haben es auch klar definiert, wir wollen aufsteigen und wir wollen es auch, klar so definieren, auch nach draußen definieren und uns auch daran messen lassen. Cyril, freies Wochenende, wie wirst du das verbringen? Na, ich werde erstmal mit meiner Freundin, wie schon gesagt, in den Urlaub fahren und einfach ein bisschen Abstand vom Sport abschalten, um dann 100% in der nächsten Woche starten zu können. Genau. Mit deinen jungen 24 Jahren gehörst du ja trotzdem schon zu Team Alt beim VfL. Du bist mit allen Wassern gewaschen und kannst jede Menge Erfahrung auch mit ins Spiel bringen. Worauf wird es für dich und vor allem auch deine noch viel jüngeren Mitspieler in der Aufstiegsrunde ankommen? Ich denke, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir das, wofür wir tagtäglich alle zusammen gemeinsam arbeiten, dann in diesen 60 Minuten auf den Platz bringen. Und ich finde, dass wir eine sehr, sehr hohe individuelle Klasse haben, die es dann aber auch abzurufen gilt. Und viel Schnelligkeit, hohes Tempo. Ich denke, sind so unsere, eine harte Abwehr. Das wird auch sehr, sehr wichtig werden. Und das sind so unsere Stärken, die wir haben, ja.
Bob, es wird natürlich auch gerade am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Unser Kapitän Karl Rosner hat seinen Vertrag bereits verlängert. Neulich ist Dustin Kraus dazu gekommen. Jetzt haben wir hier einen der besten, wenn nicht den besten Rechtsaußen in der Liga neben uns sitzen. Gibt es denn weitere Neuigkeiten zu verkünden? Du meinst, weil er neben uns sitzt? Wir freuen uns natürlich, dass, und darauf willst du ja hinaus, dass Cyril auch die nächsten 2 Jahre bei uns mindestens mal noch Handball spielen wird. Das ist für mich als Trainer auch sehr wichtig, weil du hast es gerade angesprochen, bei aller Leidenschaft der Jugend und vielen 18- und 19-Jährigen, die wir in dem Kader haben, hilft uns natürlich auch das Stückchen Erfahrung, die er ja auch bereits beim TuSEM gesammelt hat und jetzt hier ja auch in der Truppe mit dem Führungsanspruch die Aufgaben hier bei uns angenommen hat. Von daher bin ich natürlich froh, dass er die nächsten Jahre hier für den VfL Handball spielt. Ist auch ein Spieler, der mit Motivation und Identifikation sich dem Verein verschrieben hat und von daher ist das, glaube ich, für alle Seiten eine gute Entscheidung und es ist immer wichtig zu wissen, dass wenn der Ball auf rechts außen kommt, dass man dann auch mit, ich sage mal, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch weiß, dass er dann auch das Ziel findet. Cyril, da freuen wir uns sehr. Du hast jetzt in über 60 Spielen sogar in der zweiten Bundesliga auch schon bewiesen, dass du nicht nur dritte Liga kannst. Jetzt spielst du im zweiten Jahr bei den Adlern und verlängerst um 2 weitere Jahre. Warum hast du dich wieder für Potsdam entschieden? Ich habe mich sehr, sehr wohl hier in Potsdam gefühlt. Ich wurde sehr gut aufgenommen und ich finde, alles drumherum passt. Und der Verein tut wirklich alles Mögliche und stellt die perfekten Voraussetzungen, um den Aufstieg so professionell wie möglich anzugehen. Und ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn ich davon auch ein Teil weiterhin bleiben kann, dann will ich dem Verein da auch was zurückgeben. Und ja. Damit können wir uns auf das erste Spiel in der Aufstiegsrunde freuen. Am 26. März, am Samstag, ab 19 Uhr wird der TuS Finnhorst zu Gast sein in der MBS Arena. Und Karten für dieses wichtige Spiel und für diesen wichtigen Auftakt gibt es auf unserer Homepage vfl-potsdam.de. Vielen Dank, Bob. Vielen Dank, Cyril. Gerne.